Hallo und herzlich willkommen mit dem extremsten Hot Hatch aller Zeiten, kann man das so sagen, Burgi? Absolut, oder der Renault Megane RS Trophy R ist das, da steht es eh. Ja, Renault ist sehr stolz auf dieses Auto und vergisst nicht oft genug zu betonen, dass es der Trophy R ist. Aber man sieht es auch so äußerlich, zum Beispiel an dieser Carbon-Motorhaube oder an dem gigantischen Carbon-Diffusor. Insgesamt, wie viele Rennteile hat dieses Auto? Ja, 120 Rennteile hat Renault hier verbaut. Renault verlangt dafür aber auch ein bisschen ein Geld. Ja, 60.700 Euro kostet dieses Baby hier. Und wenn man noch ein bisschen was übrig hat, dann kann man auch das Carbon-Keramik-Paket erwerben für weitere 26.000 Euro. Ja, aber Renault folgt damit einer liebgewonnenen Tradition. Sie haben 2008 erstmals einen Rekord für frontgetriebene Serienautos auf der Nordschleife aufgestellt. 2011 haben sie nachgelegt, 2014 erstmals unter 8 Minuten. Und der hier schafft in 7 Minuten 40,1 die Nordschleife. Das ist ganz okay, Dodo, oder? Das ist gewaltig und das ist in etwa so schnell, wie zum Beispiel der erste Porsche Cayman GT4 gefahren ist. Das ist ein reinrassiger Sportwagen und überhaupt ein Cayman S zum Beispiel wildert in einem ähnlichen Preisrevier wie dieses Auto hier mit Carbon-Keramik-Paket. Ich würde sagen, wir schauen uns an, ob die Karre das auch wert ist, oder Dodo? Los geht's! Du erinnerst dich doch sicher noch an unseren lieben Freund, den Bertrand Baguette, oder? Ja, das war doch dieser berühmte Rekordfahrer, der mit dem Honda Civic Type A einen Rekord aufgestellt hat, richtig? Ja, mehrere sogar. Also unter anderem in Spa-Francorchamps. Aber Bertrand Baguette ist, glaube ich, jetzt ein bisschen ein gebrochener Mann. Der arme Bertrand Baguette, weil seine Civic-Rekorde wurden richtig gehend vaporisiert von diesem Maschinchen her. Ja, was haben wir denn da, Dodo? Den Renault Megane RS Trophy R. Dieses R ist ganz wichtig, das macht nicht auch einen gewaltigen Preisunterschied aus. Der normale Renault Megane RS ist ja eigentlich ein richtiges Schnäppchen verglichen mit diesem Auto hier. Ja, da geht es bei 37.000 Euro los. Und der hier hingegen kostet 60.700 Euro. Und das für einen Hot Hatch, der kein bisschen stärker ist. Der hat auch nur 300 PS und auch nur die vorderen Räder antreibt. Ja, deswegen ist auch der Rekordhalter auf der Nordschleife für frontgetriebene Serienautos, oder? Der arme Bertrand wird weinen, denn dieses Auto hat gerade mal 7 Minuten 40 Sekunden und ein paar zerquetschte gebraucht. Also 7 Minuten 40 und eine Zehntelsekunde, das ist schon ganz ordentlich. Er hat ihm nämlich fast 4 Sekunden abgeknöpft auf die 20 Kilometer. Und noch beeindruckender ist der Rekord in Spa. Eine Runde Spa hat er nämlich in nur 2 Minuten 48 geschafft. Ja, auf die 7 Kilometer hat er ihm da gleich 5 Sekunden abgenommen. Das ist schon ganz ordentlich. Und falls Sie sich jetzt fragen, wie dieser relativ einfache, unter Anführungszeichen, Hot Hatch das schafft, das hat Renault mit einer wirklich exzessiven Gewichtsreduktion geschafft. Das Auto wiegt 130 Kilo weniger als der Renault Megane RS Trophy. Ja, das sind jetzt 1306 Kilo. Die Gewichtseinsparungen sind so radikal, es erinnert wirklich an einen Rennwagen. Die Motorhaube besteht großteils aus Carbon. Aus Carbon ist auch dieser Rear Diffuser, der auch wirklich beeindruckend aussieht und dessen Form angeblich von der Formel 1 inspiriert wurde, mit diesen gebogenen Finnen. Aber was am meisten Gewicht einspart, lieber Burgi, ist das Fehlen der Hinterradlenkung. Ja, das Fehlen der Hinterradlenkung, das spart 38 Kilo, oder Dodo? Insgesamt besitzt er jetzt eine einfache, aber auch wesentlich leichtere Hinterachskonstruktion. Und auch die Scheiben sind ein bisschen dünner und sparen damit ein bisschen Gewicht. Und auch an anderen Stellen wird gespart. Teilweise ist es schon ein bisschen abenteuerlich. Zum Beispiel wurde das Infotainment-Display von 8,7 auf 7 Zoll verkleinert, um unfassbare 250 Gramm einzusparen. Ganz ehrlich, da esse ich lieber ein bisschen weniger schwer zum Mittag und habe das größere Display an Bord. Nochmal kurz zurück zur Hinterachse, Dodo. Die ist ja jetzt eine einfache Konstruktion eigentlich. Das ist eine Verbundlenkerachse, allerdings aus
leichteren Materialien, oder? Aus Aluminium, oder? Ja, das spart natürlich Gewicht. Und die Gewichtsersparnis geht sogar so weit, dass Renault den hinteren Scheibenwischer abmontiert hat. Okay. Ja, du musst einfach so schnell fahren, dass der Regen irgendwie abperlt drüber, oder? Ja, vermutlich ist das die beste Lösung. Apropos beste Lösung. Renault hat es auch als die beste Lösung empfunden, die hintere Rückbank einfach rauszuwerfen. Stattdessen sitzt jetzt einfach ein großes Stück Plastik statt der Rückbank. Das ist überhaupt nicht dazu geeignet, irgendwas darauf abzuladen, weil es rutscht bei der kleinsten Kurve komplett von links nach rechts und umgekehrt. Ja, man muss halt manchmal ein paar Abstriche machen, aber man kann angeblich auch die Felgen drunter lagern. Wenn wir schon beim Thema Gewichtseinsparung und Felgen sind, wir fahren hier die Standardausführung unter Anführungszeichen des Renault Megane S Trophy R, aber es gibt ja noch das Carbon Package, damit lässt sich noch weiter Gewicht einsparen. Burgi? Ja, die Standardfelgen, wie du sie so schön nennst, das sind die geschmiedeten. Die wiegen schon mal 2 Kilo weniger als die herkömmlichen Felgen vom RS Trophy pro Rad nämlich. Die Carbonfelgen sind nochmal ein Ecos leichter und zwar 8 Kilo erspart man sich da gegenüber den roten Freunden da hinten. Ja, aber beim Carbon-Keramik-Package kriegt man natürlich nicht nur diese 8 Kilo leichteren Felgen, nein! Man kriegt auch, wie der Name schon sagt, Keramikbremsen. Das sind richtig, richtig große Brembo-Bremsen mit 390 mm Frontdurchmesser. Der normale Renault Megane S Trophy R ohne das Carbon-Keramik-Package hat hingegen die Bremsen aus dem Renault Megane RS Trophy. Das sind 355er Scheiben, ebenfalls von Brembo, bestehend aus einem Bimetall. Dodo, du hast ja gelesen, dass die nicht immer ganz so gut ankommen bei der Fangemeinde, oder? Ja, scheinbar machen die bei einigen Renault Megane S Trophy-Fahrern Probleme, weil sich der Bremsbelag an manchen Stellen verhärtet und dadurch die Bremsen zerfurcht werden. Der Preis des Carbon-Keramik-Packages ist übrigens auch gesalzen, würde ich sagen. Das Auto mit dem Package kostet 86.000 Euro für einen frontgetriebenen Hot Hatch, das ist einfach verrückt. Sowas gab es noch nie. Wenn man bedenkt, dass ein normaler Megane ab 17.000 und ein paar zerquetschten Euro zu haben ist, das ist schon recht heftig. Aber wir haben ja dafür einiges dazu bekommen. Wir haben ja zum Beispiel einen besonderen Turbolader, oder? Der ist ja besonders gelagert mit Keramiklager, damit er besser läuft und wahrscheinlich auch ein bisschen haltbarer ist, oder? Ja, das ist richtig. Das Auto hat einen Turbolader mit einem Keramiklager, aber den gab es auch schon im Renault Megane S Trophy. Das ist nicht der gleiche Turbolader und überhaupt der gleiche Motor. Das Einzige, was geändert wurde, ist die Abgasanlage. Es gibt jetzt eine Akrapovic-Abgasanlage, die klingt ganz gut, allerdings muss ich sagen, dass der normale Renault Megane S Trophy auch schon ziemlich gut klang. Im Innenraum merke ich gar nicht so einen großen Unterschied. Der Titanauspuff von Akrapovic, der wiegt übrigens 6 Kilo weniger als der herkömmliche Auspuff im Megane RS Trophy. Also das bringt auch noch mal ein paar Kilo. Ja, und der sieht auch extrem gut aus, finde ich, mit diesen zwei nach unten gerichteten, wirklich gewaltigen Endrohren. Normalerweise sprotzelt und knallt der Megane S ja ein bisschen mit dem Gas wegnehmen. Ja, das macht auch der hier. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es imposanter klingt als beim normalen Renault Megane S Trophy. Aber das macht trotzdem Freude. Also es rotzt ein bisschen, es spuckt ein bisschen. So muss ein Auto eigentlich klingen, ein Sportauto. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, beim Megane S Trophy haben wir als kleinen Nachteil haben wir die Schaltung empfunden. Und ich muss sagen, ist hier leider auch so. Gerade beim Zurückschalten jetzt ist sie ziemlich hakelig gewesen. Ich habe kaum den Gang reinbekommen. Betrifft allerdings hauptsächlich den vierten Gang, interessanterweise. Die anderen flutschen ganz gut. Aber überhaupt auch sehr knochig, die Schaltung. Man muss ja halt auch dazu sagen, es gibt im Gegensatz zum RS Trophy, zum normalen, gibt es ihn nur mit Handschalter. Ja, es spart natürlich ein bisschen Gewicht. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sich diese Handschaltung tatsächlich so gut auf die Rundenzeiten auswirkt. Sie ist recht kurzwegig, aber doch teilweise ein bisschen hakelig.
könnte besser sein. Und sie hat zum Beispiel auch keine Auto-Zwischengasfunktion, auch das hat die Konkurrenz teilweise. Genau, ich wollte gerade sagen, der Honda Civic Type R, der hat ja dieses Rev-Matching, der gibt ein bisschen Zwischengas, das macht das Schalten sehr angenehm, wenn man schnell fährt. Wir haben vorher vom Motor gesprochen, der hat jetzt eigentlich keine Veränderung, das ist der 1,8 Liter Turbo von Renault mit 300 PS bei 6000 Umdrehungen. Er hat 400 Newtonmeter Drehmoment. Der Motor ist allerdings ein bisschen effizienter in diesem Auto, oder? Zumindest was die Fahrleistungen anbelangt, oder? Ja, natürlich. Er schleppt ja doch bei gleicher Leistung deutlich weniger Gewicht mit und das hilft dem Auto zu einem beachtlichen 0 auf 100 Sprint. 5,4 Sekunden braucht er. Das ist für einen frontgetriebenen Hot Hatch schon oberste Liga, muss man sagen. Allerdings verglichen mit manchen Konkurrenzprodukten, mit manchen Allradgetriebenen Konkurrenzprodukten, ist es halt wieder nicht sehr beeindruckend. Selbst ein A35 AMG, der einen ähnlichen Preisbereich wildert, gönnt sich für den 100er Sprint nur 4,7 Sekunden. Und der AMG A45S, der deutlich weniger noch immer kostet als dieses Auto mit dem Carbon Ceramic Package, braucht nur 3,9 Sekunden auf 100. Ja, obwohl er deutlich mehr wiegt, oder? Ja, das ist interessant natürlich. Dieses Auto wiegt 1306 Kilo, der AMG hingegen 1635 Kilo. Und das erklärt dann auch, warum er zum Beispiel den Nürburgring nicht schneller bewältigt als dieses Auto hier. Wir haben schon gesagt, das Auto braucht 7 Minuten 40 auf dem Nürburgring für eine Runde. Der A45 AMG hat in 7 Minuten 48 geschafft. Ja, ist auch die Frage der Reifen, muss man sagen, weil der Renault Megane RS Trophäe hat sehr spezielle Reifen drauf. Stimmt's, Dodo? Ja, das sind Bridgestone Potenza S007 Reifen, eine Mischung, die speziell für den Renault Megane RS Trophäe R entwickelt wurde. Es ist auch nicht so viel Unterschied zum normalen Renault Megane RS Trophäe, muss man auch dazu sagen. Der hier braucht 5,4 Sekunden von 0 auf 100, den du sitzt, und der normale Renault Megane RS Trophäe braucht 5,7 von 0 auf 100. Bei der Höchstgeschwindigkeit ist auch nicht so viel auseinander. Dein Freund geht 262 km/h Spitze und der normale Renault Megane RS Trophäe geht 260 mit Handschalter. Man muss sagen, das Kurventempo dieses Autos ist wirklich beeindruckend. Also er klebt wirklich auf der Straße. Gefühlt noch deutlich besser als ein Civic Type R. Burgi, ich bin dafür, dass wir, nachdem wir ein etwas langsames Auto vor uns haben, mal kurz einen Fahrerwechsel hinlegen. Was hältst du davon? Das ist die beste Idee des Tages, Dodo. So, her mit dem Schlüssel. Dieser T-Roc hier fühlt sich im Vergleich zum Renault Megane S ja wahnsinnig schwammig an. Lieber Burgi, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was das Fahrwerk des Megane so besonders macht. Ja, aber Dodo, das muss nicht unbedingt am Fahrwerk liegen jetzt in erster Linie, weil man sitzt doch ganz anders. Wie mir ist aufgefallen, das sind ja ganz andere Sitze als im normalen Renault Megane. Wir sitzen da in Saarwelt-Schalensitzen, aber nicht aus Carbon, sondern aus Verbundmaterial. Und das spart wieder ein paar Kilo. Ja, richtig. Für Carbon war Renault dann doch ein bisschen zu geizig scheinbar wieder. Also es sind die Saarwelt-Sitze aus der Alpine. Zumindest sehen sie genauso aus. Sind aus Verbundmaterial. Das Fahrwerk ist natürlich ein anderes. Wir haben hier Öhlins-Dämpfer und die lassen sich um 16 mm in der Höhe verstellen und natürlich auch in der Härte. Und was haben wir noch, Dodo? Naja, wir haben einen extremen Sturz, haben wir. Minus 2,05 Grad. Es gibt kaum ein Serienauto, das einen stärkeren Sturz an der Vorderachse hat. Ja, Burg, jetzt kommen ein paar Kurven. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie sich das Fahrwerk so anfühlt in der Kurve? Also zumindest die Bremsen fühlen sich sehr gut an. Man muss das Ding natürlich ordentlich warm fahren. Diese Reifen, diese Bridgestone Potenza, die brauchen Temperatur, damit die gescheit wirken. Also ich muss sagen, dieser Motor, der ist wirklich ein Traum. Der hat mir unlängst erst in der Alpine so gut gefallen. Der dreht so schön frei weg. Von unten raus hat er manchmal ein bisschen Mühe, verhältnismäßig, aber dann ab 2000 Touren schiebt das Ding an.
Ja, das klingt auch sehr gut. Das ist wirklich eine Quelle der Freude. Wie ist denn die Lenkung? Die Lenkung ist sehr gut, muss ich sagen. Die ist wirklich direkt. Da ist nichts, was Präzision vermissen lassen täte. Man merkt halt schon, es ist ein Frontkratzer, da geht die ganze Leistung geht direkt an die Vorderachse. Also manchmal zieht es schon ein bisschen, ne? Aber es ist nicht dramatisch. Wem das Auto nicht extrem genug ist, der kann bei Renault Sport ja noch einige Teile erwerben, die das Auto noch leichter machen. Ja, da wäre zum Beispiel der dynamische Lufteinlass für die Frontschürze. Der macht ein bisschen eine bessere Durchlüftung vorne. Dafür muss man allerdings auf die schönen Nebelscheinwerfer vorne verzichten. Ebenfalls im Angebot ist eine super leichte Lithium-Ionen-Motorsportbatterie. Auch die spart noch ein bisschen Gewicht. Ne? Ich finde, es ist aber auch so zweifellos der extremste Hot Hatch, der momentan am Markt erhältlich ist. Andererseits finde ich, ist jetzt der Rundenzeitunterschied verglichen mit einem Civic Type A auch gar nicht so groß. Und das ist ein vollwertiges Auto mit Rücksitzen und einem vernünftigen Kofferraum. Dafür ist er sehr exklusiv. Ja, das stimmt. Es gibt weltweit gerade mal 500 Stück. Und wie viele davon schaffen es nach Österreich? 8 Stück schaffen es nach Österreich, inklusive dem Freund hier. Und genau ein einziger kommt mit dem Carbon-Keramik-Paket, das der Toto so toll findet. Und wir hier sitzen in der Nummer 109 von 500 übrigens. Das steht an der Türleiste. Sehr cool. Ja, du hast recht mit der Schaltung. Die könnte einen Tick mehr Exaktheit vertragen. Da merkt man, wenn man zu spät bremst, kommt gleich das Heck. Ja, während Burgi da hinten seinen Spaß hat, kämpfe ich in jeder Kurve. Ah, Toto, ich schaue da auf die Rückfahrkamera, aber es piepst einfach nichts. Haben die doch glatt auf diese Sensoren verzichtet, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Ja, auf die Sensoren haben sie verzichtet, aber wenigstens die Rückfahrkamera, wie du schon sagst, wenigstens die gibt es noch. Und Renault begründet das auch. Die haben sie deswegen drin gelassen, damit man sich nicht den sündhaft teuren und wunderschönen Carbon-Diffusor ruiniert. Kein Witz. Was ich auch sehr cool finde, Toto, er klingt sehr geil und er hat auch einen richtig guten Resonanzkörper, der Wagen, nachdem die Rückbank draußen ist. Dafür hat man da hinten eine Strebe eingebaut, damit es auch ein bisschen steifer ist, das Ding. Ansonsten hat sich innen ja nicht allzu viel getan. Was hältst du von einer kleinen Erfrischung, Toto? Also ich etwas zum Essen anzubieten. Ja, ich glaube, die brauche ich jetzt dringend. Ja, bis gleich. So, Burgi, wie ein guter Christ reiche ich dir jetzt das Brot und teile es. Ach, danke, Toto. Ich glaube, Bertrand Baguette ist wirklich ein gebrochener Mann jetzt, oder? Ja. Verglichen mit dem Civic Type A legt dieses Auto jedenfalls noch ein ganzes Schiebchen drauf. Allerdings muss ich sagen, ist es schon ein bisschen mehr Renn- als Sportwagen und fühlt sich hier auf der Landstraße gar nicht hundertprozentig wohl. Wer sich einen solchen Hot Hatch um 60.000 Euro oder vielleicht sogar 90.000 Euro kauft, der kann sich ein bisschen Rennstrecke auch noch leisten, Toto. Er kostet viel, aber er geht richtig gut und er liegt auch richtig gut. Also von mir kriegt er 4,5 Baguettes. Ich muss gestehen, der normale Renault Megane RS Trophy hat mir auch schon richtig viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich damals auszusetzen hatte, war die Schaltung. Und die hat sich hier nicht wirklich verbessert. Deshalb, ich glaube, 4,5 Baguettes eine faire Wertung. Damit liegt er gleich auf mit dem RS Trophy ohne R und gehört zweifellos zu den besten Hot Hatches